Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im jugoslawischen Bürgerkrieg gab es heute zwei ganz gegensätzliche Entwicklungen. Zum einen fuhren die Präsidenten Serbiens und Kroatiens nach Den Haag, um dort einem neuen EG-Friedensplan zuzustimmen. Zum anderen schafft Serbien in den bisherigen zentralen Machtorganen in Belgrad immer mehr vollendete Tatsachen. Nach der Entmachtung des Parlaments hat das Staatspräsidium nun auch Befugnisse der Regierung übernommen. Bei der Sitzung waren erneut nur die Vertreter des sogenannten serbischen Blocks erschienen. Zugleich wurde eine Teilmobilmachung für das ganze Land angeordnet. Zum neuen Friedensplan für Jugoslawien aus Den Haag, Wolfgang Klein. Dass dies heute schon der Durchbruch zum Frieden war, das glaubten Hans van den Broek und Peter Lord Carrington wohl selber nicht. Trotzdem sah man in der Umgebung der beiden EG-Unterhändler heute Nachmittag so manches erleichterte Gesicht. Denn viele hatten das schon gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass sich die Präsidenten Kroatiens, Serbiens und der Verteidigungsminister aus Belgrad binnen weniger Stunden nach Den Haag zitieren lassen und dann auch noch ein Papier ausarbeiten würden, das einen neuen Waffenstillstand verspricht. Der Kroate sagte zu, jetzt werde die Blockade der Garnisonen beendet. Als Erfolg nimmt er die Quasi-Anerkennung seiner Republik durch die EG mit nach Hause. Jede Republik dürfe selbst über ihr Schicksal entscheiden, bestätigte van den Broek. Und das haben die Kroaten ja längst getan, da widersprach auch der Serbe nicht. Zumindest für den heutigen Tag schien es so, als wäre die Vision eines lockeren Verbandes unabhängiger jugoslawischer Republiken von allen Seiten angepeilt und realistisch für möglich gehalten. Und doch mochte kein richtiger Optimismus aufkommen. Zu oft sind hier schon Hoffnungen geweckt worden und wieder zerschellt. Der wirkliche Test, das sei die Einhaltung der Waffenruhe, sagte Lord Carrington. Da muss man einfach sehen, wie weit es die Politiker ernst meinen und wie weit sie ihre Anhänger im Griff haben. Die Stellungen der kroatischen Garde in Novska waren heute Hauptangriffsziel der Volksarmee. Wie stets trafen die Bomben und Raketen auch Zivilisten, richteten großen materiellen Schaden an. Mit gleicher Härte griff die Volksarmee in Vinkovci und in Vukova an. Von einer Pause im Kampf um Kroatien war keine Rede. Zerstörung und Tote an allen Fronten. 600 Tote gab es bisher auf kroatischer Seite, über 2.500 Verletzte, 205.000 Flüchtlinge. Bilanz eines 2 Monate tobenden Bürgerkriegs. Unser Kamerateam fuhr heute Mittag nach Pokupsko, nur 36 Kilometer südlich von Zagreb. Der letzte Bauer verlässt gerade mit seinem Vieh das Dorf. Die Gardisten stehen zur Verteidigung bereit. Seit gestern hat die Volksarmee auf der anderen Seite des Flusses Stellung bezogen. Plötzlich, 300 Meter vom Unterstand, taucht ein Panzer auf. Die Besatzung erkennt zum Glück die kroatische Verteidigungsstellung nicht. Der Panzer schießt auf die Brücke über die Kupa. Unser Team fährt sofort nach Zagreb zurück. An ihnen vorbei wird der erste gefallene Gardist transportiert. Während in Den Haag Friedensversprechungen abgegeben werden, sterben in Kroatien Menschen. Um 16.30 Uhr Bombenabwurf auf den Fernsehturm über Zagreb. Der Hauptsender ist ausgefallen, nur ein Notsender ist in Betrieb. Soeben wird wieder Luftalarm in der kroatischen Hauptstadt gegeben.